Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sitchkos Tech World. Mein Name ist Silvan und ich habe heute wieder mal einen neuen Kinder-E-Scooter für euch. Und zwar genauer gesagt von RCB mit dem Modell R11. Und diesen seht ihr hier einmal vor uns und ich wollte ihn euch gerne hier im Video etwas näher vorstellen, was er so kann, was er drauf hat und so weiter. Das seht ihr dann auch im Laufe des Videos noch. Aber ich würde auf jeden Fall hier auch mit der Technik und den einzelnen Details am besten mit euch anfangen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze hier einfach zusammen an. Arbeiten wir uns am besten einfach langsam von unten nach oben und zwar haben wir einmal natürlich unsere Reifen. Wir haben hier vorne 7 Zoll Vollgummireifen und auf der Rückseite sind das 6 Zoll Reifen. Außerdem befindet sich auch hier unser 150 Watt Motor drin, der bringt uns auf eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 16 km/h. Das ist auf jeden Fall absolut ausreichend für Kinder und sollte natürlich auch nicht schneller sein. Was haben wir noch? Wir haben dann hier unten LED-Beleuchtung. Die sieht man jetzt hier in der Sonne nicht. Ich werde aber noch ein paar Szenen hier einblenden. Außerdem haben wir noch hier unten auf der vorderen Hälfte einen kleinen Lautsprecher. Das Ganze hat den Sinn, wir haben hier auch Bluetooth, die Verbindung über Bluetooth und wir können dann hier das Ganze, also die eigene Musik hier über den Lautsprecher abspielen, was natürlich auch richtig spaßig ist für die Kids und macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Die Lautsprecher sind aber auf jeden Fall jetzt nicht das extrem top, aber auf jeden Fall für ein bisschen Musik beim Fahren zu hören, reicht es auf jeden Fall aus. Dann haben wir hier einmal unseren Klappfuß, damit kann man hier das Ganze hier einfach schön aufstellen, wie ihr sehen könnt, ohne es festhalten zu müssen. Das klappt auf jeden Fall gut, lässt sich auch gut ausklappen und einklappen mit dem Fuß. Dann haben wir hier nebendran auch unseren Ladeanschluss. Ihr bekommt natürlich auch ein Ladegerät mit dazu geliefert. Der Akku ist ein 21,6 Volt Akku mit 2,6 Stundenampere, die sich hier drin befinden. Das reicht hier für ungefähr eine Reichweite von, ich sage mal so knapp 8 Kilometer. Es kommt darauf an, ob ihr hier noch die Beleuchtung anhabt und euren Lautsprecher gleichzeitig mit benutzt. Das verringert dann natürlich auch hier die Reichweite. Die Ladezeit selber beträgt dann 4 bis 5 Stunden, je nachdem wie viel Restakku natürlich drin ist. Und dann seid ihr auch wieder schon damit einsatzbereit. Also das reicht auf jeden Fall für einen kleinen Kinderausflug, damit die Kinder ihren Spaß damit haben und ein bisschen rumcruisen können, vollkommen aus. Auf dem hinteren Bereich haben wir außerdem unsere Fußbremse. Das heißt, wir bremsen hier mit dem Druck mit dem Fuß hier drauf und bremsen so hier diesen E-Scooter ab. Das klappt auch sehr gut, also muss ich wirklich gestehen, auch ohne elektrische Bremse, sage ich mal, funktioniert das wirklich gut. Wir haben dann hier auch ein großes Trittbrett, also für die Füße der Kinder und dieses ist hier auch geraut und sorgt dafür auf jeden Fall für eine gute Standfestigkeit, ist also rutschfest und da kann man einfach nicht meckern. Weiter vorne haben wir hier dann einen Klappmechanismus. Und zwar, indem man den hier drückt, kann man das Ganze hier umklappen. Ich versuche es euch gleich zu zeigen, es ist ein bisschen schwierig mit einer Hand. Und hier weiter vorne auf der, am Vorderrad und der Gabel, hier haben wir auch noch Reflektoren, damit man auch besser nachts gesehen wird. Maximales Gewicht für den E-Scooter hier beträgt 50 Kilogramm. Also sollte auf jeden Fall die Kids ausreichen, ist vielleicht von einem Alter von 6 bis 12 Jahren sehr gut geeignet. Und wie man das zusammenklappt, ist ganz einfach. Man drückt hier einfach drauf und dann kann man das Ganze hier, ich versuche es mal mit einer Hand hier ein bisschen zu zeigen, zusammenklappen und dann kann man das Ganze hier schon tragen. Er wiegt also hier insgesamt 6,5 Kilogramm und man kann ihn wirklich leicht transportieren. Er ist auch nicht sehr, sehr groß, also im Kofferraum passt er locker rein
und auch zu jedem Ausflug könnt ihr diesen einfach mitnehmen. Genauso wird er auch wieder ausgeklappt. Ich probiere es jetzt einfach mal hier mit einer Hand. Zack. Dann heben wir ihn hoch und dann haben wir ihn schon aufgeklappt. Ihr habt das Klickgeräusch gehört. Dann ist das Ganze hier schon eingerastet hier unten und das Ganze ist hier fest. Wir haben dann hier unser Lenkrad hier oben drauf und ihr könnt das Ganze hier nochmal in 3 Höhenstufen hier verlängern. Und zwar indem ihr hier einfach diesen Klettverschluss hier öffnet. Ich versuche das jetzt hier mit einer Hand. Dann seht ihr hier auch diese 3 Löcher, das sind diese 3 verschiedenen Höheneinstellungen. Wir haben hier einmal 85 cm, dann einmal 91 und einmal 97. Jetzt haben wir hier diesen Schnellspanner hier gelöst. Wir können hier dann drauf drücken und dann das Lenkrad nach oben ziehen. Moment. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mit einer Hand hier gezeigt. Ich drücke hier drauf und kann das Ganze dann hier einfach noch ein bisschen höher stellen. Ihr seht, jetzt haben wir hier die mittlere Stufe. Und wenn ihr das eingestellt habt, könnt ihr hier das Ganze wieder festmachen. Hier an dem Schnellspanner. Und dann ist das Ganze hier auch schon fest. Ja, schauen wir weiter nach oben. Wir haben hier dann unser Lenker. Wir haben hier 2 Gummigriffe. Diese sind hier angenehm zum Halten. Haben hier auch nochmal hier so eine, damit man nicht abrutschen kann, hier so eine Erhöhung hier am Griff. Und hier weiter vorne haben wir dann auch unsere Einstellungsmöglichkeiten, die man hier an diesem E-Scooter machen kann. Dann schauen wir uns hier mal unsere Steuerzentrale, sag ich mal, an. Und zwar haben wir hier ein kleines Display, an dem man hier den Zustand, den Akkuzustand, die Geschwindigkeit, die Istgeschwindigkeit und auch hier die einzelnen Geschwindigkeitsstufen ablesen kann, sowie auch sieht, ob man hier die Beleuchtung eingeschaltet hat oder auch nicht. Das Ganze wird dann hier mit diesen Knöpfen hier bedient. Wir können das hier einmal anschalten, indem wir hier dann drauf bleiben. Ihr habt auch gerade kurz den Lautsprecher gehört. Er ist nicht relativ laut, aber es reicht, wie gesagt, um hier leise Musik beim Fahren hier zu hören und nicht unbedingt alle um sich herum hier zu stören. Weiter habt ihr auch die Möglichkeit, dass die Beleuchtung hier mit diesem Knopf hier einzuschalten oder auszuschalten. Die ist automatisch an. Wenn ihr drauf drückt, geht diese auch aus. Hier im Display wird euch auch alles angezeigt. Das blinkt jetzt hier gerade so ein bisschen. Das schaut aber nur über die Kameraaufnahme so aus. Wenn man so normal drauf schaut, dann sieht man dieses Blinken hier nicht. Ich versuche es euch hier so gut wie möglich ein bisschen anzuzeigen. Wir haben hier einmal 3 Geschwindigkeitsstufen. Wir sind jetzt hier auf E. Die wechselt ihr einfach, indem ich hier dann wieder den Ein- und Ausschaltknopf kurz drückt, dann wechselt hier zwischen den einzelnen Stufen. Bei E haben wir hier 6 km/h, bei N sind es 10 und auf S für Speed sind wir dann auf 16 km/h. Das reicht auf jeden Fall vollkommen aus hier für die Kinder. Schneller sollten die vielleicht nicht unbedingt unterwegs sein mit so einem E-Scooter, wobei ihr auch wissen müsst, dass diese natürlich auch keine Straßenzulassung haben und ihr damit eigentlich nur auf Privatgelände herumfahren könnt. Weiter haben wir dann hier natürlich unseren Gashebel, der sich auch sehr leicht erreichen lässt, wenn man hier mit der Hand drauf ist. Auch für Kinderhände, man kommt hier leicht dran und lässt sich hier auch sehr, sehr einfach hier auch fast stufenlos, sage ich mal, hier die Geschwindigkeit dann auch regulieren. Ja, das war es dann hier auch soweit hier von den ganzen technischen Sachen und so weiter von diesem E-Scooter von RCB R11. Ich würde sagen, ich spiele noch ein paar Szenen ein, wie immer, wo mein Kleiner ein bisschen damit rumcruist, wie das Ganze aussieht und so weiter. Und dann habt ihr vielleicht einen kleinen Eindruck davon erhalten. Falls ihr natürlich irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich versuche diese so schnell wie möglich hier zu beantworten. Wir liegen hier auch preislich bei knapp 200 €. Und für 200 € bekommt ihr hier einen wirklich sehr, sehr schicken und gut durchdachten, stabilen E-Scooter mit vielen Funktionen, mit einem Bluetooth-Lautsprecher, mit LED-Beleuchtung, einem großen Trittbrett. Wir haben hier eine Fußbremse, ein stabiles Lenkrad und hier die ganze Steuerung hier über dieses Display mit unserem Gashebel, das auch sehr hervorragend funktioniert und natürlich hier auch nochmal höhenverstellbar ist. Das so im Großen und Ganzen. Ich werde euch, wie gesagt, jetzt ein paar Szenen einspielen, wie der Kleine ein bisschen damit rumfährt und ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ein Abo, ich habe noch einen richtig coolen RCB E-Scooter für Erwachsene mit Straßenzulassung, den ich euch in einem nächsten Video vorstellen möchte. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal und ansonsten wie immer, bleibt mir gesund, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.